Schönen guten Abend, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Metal und Gaming. Wir spielen jetzt eine Runde Phasmophobia im VR, im Gefängnis und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, viel Spaß, los geht's. Taschenlampe. Du hast das Thermometer, ne? Mhm. So, wir müssen ihn erstmal finden, den Geist. Bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Eine Kamera hast du wahrscheinlich auch, ne? Ja, Fotokamera. Okay. Ich werde trotzdem schon mal ordentlich Salz verstrahlen. So an bestimmten Punkten. Einfach um zu finden, herauszufinden, wo er sich eventuell herumtreibt. Mhm. Ach, hier geht's lang. Außen auf. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir das Plus, glaube ich, nur einmal hatten. Ja, wir waren erst einmal hier. Aber wir hätten gucken sollen, wo das Licht angeht. Jep. Ich gehe mal eben schnell gucken, wo das Licht angeht. Dann kann ich dich dahin führen. Hast du gehört? Ich gucke eben, wo das Licht angeht, ja, ja. Und lotse dich dahin. Okay, pass auf, dreh dich, geh zurück. Dreh dich um. Ich höre dich nicht so richtig, ne? Dreh dich um. Du musst zurück. Da, wo du hergekommen bist. Da geht eine Treppe hoch. Nee, dreh dich um. Ja, ja, da war ich vorhin. Genau, du musst die Treppe hoch. Und dann einfach geradeaus, wenn du oben hochgekommen bist. So, und jetzt, wenn du jetzt geradeaus läufst, da die Tür, da ist der Sicherungskasten drin. Alles klar. Ich komme jetzt wieder rein. Ist an. Müssen wir nur noch herausfinden, wo hier die Knöpfe sind fürs Licht. Die Lichtschalter. Alles klar. So, ich werde mal direkt vor den Treppen, glaube ich, Salz streuen. Er ist jetzt natürlich ohne jemanden, der einem sagt, wo man lang gehen muss, schwierig hier, ne? Es geht. Bin an den Zellen angekommen. Duschen. Ich war gerade im Badezimmer, hier war nichts. Oben vielleicht? Ich höre es aber auf jeden Fall. Ach, guck mal, da warst du.
Vielleicht über uns? Boah, Alter, ist das ein Geräusch, ey. Ja, ich denke mal, es ist über uns. Oben waren ja Bad-Dinger. Ich war, nee, hier ist die Dusche. Die ist an? Hier unten bei mir, ja. Warte, ich komm. Hier sind 0 Grad. Alles klar. Ich hab noch ein bisschen Salz. Ich verstreue es mal hier. Okay, der hat direkt das Licht wieder ausgemacht hier. Wo will er wohl hin? Hier sind nur Zellen oder geht's hier weiter? Hier geht's auch noch weiter. Ist aber bei 0 Grad, ne? Also es geht nicht auf. Ja, aber er ist auf jeden Fall schon mal hier in der Nähe. Aber wir hätten mehr Salz mitnehmen müssen. Ja, der ist auf jeden Fall hier in dem Raum, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann lass uns mal. Ups. Oh Gott, ich habe eine Tür gehört. Ich will nicht, dass der mich hier einsperrt in dem Bad. Dann komm, wir holen erstmal mehr Ausrüstung. Mit dem, was wir hier haben, können wir eh nichts machen. Weil finde ich doch nie wieder hier den Weg. Doch. Komm einfach zu mir. Hier vorne ist direkt der Eingang. Hier sind wir nämlich reingekommen. Wir müssen nur hier durch diese Tür und dann nach links und dann sind wir schon da. Soll ich das Licht nochmal anmachen gehen, oder? Ja, lass uns erstmal die Ausrüstung holen und dann machen wir das Licht an. Und dann gucken wir weiter. Ja, es ist bei 0,1 stehen geblieben, also. Ja. Dann würde ich mal sagen, haben wir wahrscheinlich keine Minusgrade. Aber wir haben zumindest damit herausgefunden, wo er ist. Sollen wir mal ein paar Kameras da in der Nähe aufstellen? Ja, ich nehme den Dots mit. Okay. Dann nehme ich eine Kamera, noch eine Kamera und den Bewegungsmelder, würde ich sagen. Ich habe die Fotokamera mit. Soll ich die behalten oder soll ich eine Videokamera dafür einstecken? Nimm ruhig eine Fotokamera mit. Ich habe schon 2 Videokameras. Das reicht erstmal. Okay. So. Machen wir das Licht eben erstmal an, ne? Hier ist das Salz noch unberührt. Wie war das? Man kommt hoch und geradeaus durch. Hier sind ja nur diese Büroräume. Das ist klar. Ja, der hat natürlich auch überall die Dinger ausgemacht, ne? Die Schalter. Kommst du runter? Wo willst du denn da hin? Du kannst auch hier direkt runter. Was? Wo? Hier oben, es geht einmal rum. Und dann kommen wir auch genau an der richtigen Stelle wieder raus? Ecke. Hier ist ein Schritt. Okay, ja, deswegen habe ich es da hingemacht. Ich wollte wissen, ob der hier lang geht, hier oben. Tut er anscheinend. Da war noch ein Schritt. Jetzt ist die Frage, ist er aus dem Badezimmer hier gekommen? Das Bad, ne? Oder ist er ins Bad reingegangen? Also kommt er hier noch öfter vorbei? Wo kann man denn hier gut eine Kamera aufstellen? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, hier auf der Heizung wäre eine gute Stelle. Aber da müssen wir mal gucken, ob das hält. Oh, das sieht gut aus. Ja, das passt. Ja, das ist gut. Ich habe wohl noch eine Kamera. So, wir hatten das Treppenhaus, haben wir gesagt, ne? Mhm. Oh. Er ist im Badezimmer hinter uns. Lauf.
Oh Gott, ey. Das ging schneller als erwartet. Wenn ich das mal so sagen kann. Ich finde den Weg nicht mehr nach draußen. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Ich hab... Du Panikerin. Als ich weggerannt bin. Ich kann mal am Wagen gucken, vielleicht kann ich dich lotsen. Hörst du mich? Nein. Du musst zurück durch die Tür. Dann nach rechts. Nach rechts. Er ist an dem Bad mit dem Bewegungsmelder, keine Panik. Genau, geradeaus da durch. Dann dadurch. Und da bist du jetzt am Treppenhaus, ne? Ja. Bist du oben oder unten? Ich bin oben. Da musst du da wahrscheinlich runter. Ich kann leider hier das Ding nicht mehr umschalten. Ich will lieber das andere nehmen. Ja, dann nimm das andere. Er hat gerade den Bewegungsmelder ausgelöst, also er ist an der Zelle, also an dem Badezimmer. Du bist also eigentlich weit von ihm weg. Ich gehe da runter, wo der Ausgang war, direkt. Ganz genau. Aktivität von 10. Geradeaus. Wenn man runterkommt, eigentlich links, und dann ist man auch schon da. Da bist du. Ach, ich bin raus. Ja, scheiße. Ich guck mal, ob ich auf der Kamera was sehe. Ja, er hat mich direkt zerlegt. Kann man nichts machen. Hatten wir irgendeinen Clou? Nee, ne? Wir sind ja noch gar nicht so weit gekommen. Also Fingerprints können wir ausschließen. Freezing Temperature meine ich. Ja, und die anderen Sachen, da bin ich leider gar nicht dazu gekommen zu sehen. Der Dämon ist allerdings raus. Bei der Aggressivität, die der hatte, ist nicht. Ja, wir haben ja nahezu nichts, ne? Kannst jetzt hier noch einen Moment gucken, ob wir einen Dotz oder einen Geister auch sehen. Ich habe nichts gesehen und er hat gerade den Bewegungsmelder ausgelöst, der direkt da ist. Also ist es wenigstens weder ein Dotz noch ein Orb. Kein Dots, kein Orb. Das begrenzt auf Spirit, Poltergeist und Mindling. Es ist kein Poltergeist, würde ich sagen. Dafür war der zu aggressiv. Spirit? Was meinst du? Was macht nochmal der Mindling? Ist ein bisschen schwer zu lesen hier im Buch, wenn man tot ist. Dass er bei der Jagd leise ist. Ja, könnte auch hinkommen. Geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Hat er das gemacht? Bin mir nicht so sicher. Ja, ich sag Spirit. Du kannst ja My Ling sagen oder so, dann hat einer von uns wenigstens Glück, keine Ahnung. Ich sag jetzt, es ist ein Spirit. Ich sag My Ling. Okay, ja, dann können wir hier auch schon den Sack zumachen, ne? Mehr ist da eigentlich schon nicht mehr zu tun. Tjo. Das ging schnell. Na, leider eine kurze Runde. Tjo, kann man nichts machen.
Shit happens. Ach, schauen wir mal, was das war. Was? Ein Raiju? Merkwürdig. Ja gut, Leute, das war unsere Runde im Gefängnis. Nicht sehr erfolgreich, kann man nichts machen. Wir werden weiterhin Phasmophobia in VR spielen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo. Und ansonsten sieht man sich. Vielleicht. Tschüss, schönen Abend noch.